Meine Damen und Herren, jetzt wissen Sie fast alles. Sie hören meinem Namen und meiner Sprache an, dass ich aus Bayern komme. Und was Bayern angeht, da hat Heinrich Mann schon 1895 den Vorschlag eines französischen Studenten rekapituliert. Und der hat gesagt, dass an der Grenze Bayerns eigentlich ein Schild stehen müsste: Hier macht man es sich gemütlich. Das ist keine Werbung für das Oktoberfest, sondern gilt an sich. Ich sage das deswegen, weil ich Sie auch bitten möchte, es sich gemütlich zu machen. Denken Sie mal an irgendetwas anderes als an diesen ewigen Streit zwischen den Brüdern. Ich kenne das nur zu sehr. Zwei meiner Söhne ignorieren sich nicht einmal. Und das ist noch schlimmer, als wenn sie streiten würden. Vor allem aber werden Sie einiges hören, was Sie längst kennen. Das ist bei solchen Tagungen fast unvermeidlich. Die gleichen Zitate, jeder kann sie auswendig, aber man muss sie auch wiederum bringen. Ich tröste mich ein bisschen mit dem Satz: Alles ist gesagt, aber noch nicht von allen. Und dazu nehme ich jetzt Stellung. Wenn wir uns die Frage stellen, wie das öffentliche Wirken von Heinrich und Thomas Mann zwischen 1918 und 1933 zu bewerten ist, dann ist die Antwort eindeutig. Conclusio qua prefatio: Heinrich und Thomas Mann haben das, was in den 20er Jahren hochkam, vorausgesehen, wenn auch zuweilen reichlich spät. Aber schon Heinrich Manns Eintreten für die Abschaffung der Todesstrafe war zumindest indirekt auch eine Attacke auf das Parteiprogramm der Nationalsozialisten, die diese bereits 1920 forderten. 1926 nahm er den Kampf gegen die Vorboten der Bücherverbrennungen und der Bücherverbote auf. Und 1927 sagte er, dass die Verfolgung von Gesinnungen, die in den Hass auf Andersdenkende münde, das Gegenteil von Demokratie sei, auch das gerichtet gegen die heraufziehende Diktatur. 1932 schrieb er über die Ausbeutung des Volkes durch die Nazis, 1934 über den großen Mann, Hitler ist gemeint, es war unmissverständlich. Thomas Mann reagierte zunächst zögernder, fand aber 1929 starke Worte gegen das stonische Gelichter der Nazis. 1933 brandmarkte er die rückschlägige Bewegung, die in Deutschland jetzt zu Hause sei. Doch die Warnungen verhallten ziemlich ungehört und vor allem, sie kamen zu spät. Wir wollen diesem Befund, der nicht anzuzweifeln ist, einer Differentialdiagnose unterziehen, wie die Mediziner das vielleicht sagen würden, und zugleich fragen, ob nicht die Intellektuellen in den 20er und frühen 30er Jahren das Ihrige dazu beigetragen haben, dass es 1933 zur Katastrophe der sogenannten Machtergreifung kommen konnte. Anders gesprochen, haben sich die Intellektuellen, in diesem Fall Heinrich und Thomas Mann, in Überlegungen bewegt, die den Nazis einige Einfallstore boten für deren Ideologie. Wie weit haben vor allem die fatalen Betrachtungen eines Unpolitischen mit dem romantischen Bild vom Kriege, mit der Verteidigung des Deutschen gegen alles Französische und gegen die Weltdemokratie dazu beigetragen, dass das Nationale so aufgewertet wurde und von den Nazis leicht für sich vereinnahmt werden konnte? Und wie ist die Rolle Heinrich Manns in den Jahren nach 1918 zu bewerten? Wir wollen alle diese Frage vom Ende des Zeitraums, vom Beginn der 30er Jahre also angehen. Und wir bedienen uns dazu einer Zeitanalyse, die vieles von dem zusammenfasst, was gegen Ende der 20er Jahre die Geister bewegte, nämlich eines Buches von Ernst Robert Curtius. Curtius, der wohl bedeutendste Romanist des 20. Jahrhunderts, nahm damals intensiv teil an den Debatten über das Engagement der Intellektuellen nach dem Ersten Weltkrieg. Er war mit Heinrich und Thomas Mann gut bekannt. Heinrich hat ihn 1927 zu den 10 repräsentativsten Schriftstellern der Zeit gezählt. Thomas Mann erwähnte ihn mehrfach in seinen Betrachtungen und begann Ende 1920 eine Korrespondenz mit ihm. Curtius schickte Thomas Mann regelmäßig seine Arbeiten, darunter etwa die literarischen Wegbereiter des Neuen Frankreich und anderes. In den Tagebüchern ist er von Oktober 1920 an häufig erwähnt. Alle drei haben gelegentlich sogar zusammen publiziert. Sie gaben 1925 Stellungnahmen zu einer Umfrage zu La littérature française jugée par les grands écrivains étrangers, also Urteil, deutsche Literatur im Urteil der Ausländer. Sie gaben zusammen eine Umfrage ab. Heinrich Mann und Ernst Robert Curtius haben im Übrigen gemeinsam an einer Tagung des Pen-Clubs im Mai 1925 in Paris teilgenommen.
1927 unterschrieben Curtius, Heinrich Mann und Thomas Mann einen Protest gegen die posthume Entmündigung eines ungarischen Mäzens und Stifters. Curtius galt in der Öffentlichkeit neben Thomas Mann als wichtiger Vertreter des aufgeschlossenen deutschen Konservatismus und seine Stimme hatte Gewicht und das rechtfertigt sein Auftreten innerhalb unseres Zusammenhanges. Curtius nun veröffentlichte 1932 einen schmalen Band mit dem Titel Deutscher Geist in Gefahr. Das Vorwort verrät, wovon er handelt, ich zitiere jetzt, ohne dass ich immer die Zeichen setze. Er schrieb, das Buch handelt von der Gefährdung und Not des Geistes im heutigen Deutschland. Curtius sah deutlich, wo die Gründe dafür zu finden waren, in der Bewegung in einem neuen Nationalmythos. Sein Resümee: Der deutsche Nationalismus braucht das Geistige, dem Mythos der Nation gar nicht mehr unterzuordnen, denn er bestreitet ihm überhaupt jedes Daseinsrecht. Deutschland ist das erste Land, in dem der internationale Nationalismus eine geschlossene Front gegen den Geist, auch den des eigenen Volkes, errichtet. Und diese Geistgegner sind nicht Pöbelhorden, sondern Intellektuelle. Was in Deutschland zu beobachten sei, sei der Abfall der Intelligenz von sich selber. Sie sei auf nichts anderes aus als auf den Verrat des Geistigen bis zum logischen Ende seiner Selbstvernichtung. Eine betrübliche Bilanz, wie Sie hören, deutscher Geist in Gefahr. Aber Curtius gab aus seinem festen und ruhigen Glauben an Deutschland und deutsche Sendung nicht auf und er setzte hinzu: Er ist ein Bekenntnis und treue Gelöbnis zu unserem Volke, zu seinem Boden, seiner Sprache, seinem Reich. Nur so kann er einen und Gemeinschaft bilden. Er muss spontane Bejahung, nicht reflektierte Lehre sein. Er muss mitreißen, nicht trennen. Wir müssen in ihm leben, aber wir dürfen kein intellektuelles Programm aus ihm machen. Ja, den festen Glauben an Deutschland und an eine deutsche Sendung hatten auch andere und vom deutschen Geist, den es zu bewahren gilt, vom Treuegelöbnis zu unserem Volke handelten konservative Kreise mit militaristischem Einschlag und am Ende auch die Nazis. Sätze von Curtius wie folgender: Wo werden wir vom Geheimnis nationaler Kraft berührt, wo wir die Seele des Volkes vernehmen? Solche Sätze würden sich auch in einer Goebbelschen Propagandaschrift gut ausnehmen. Curtius' Satz von der Seele des Volkes zeigt, wie leicht verfügbar derartige Parolen damals geworden waren. Aber nicht das soll uns hier beschäftigen. Stellt man Curtius' Schrift in den Zusammenhang mit Überlegungen, wie sie etwa von Heinrich und Thomas Mann seit 1918 angestellt wurden, dann sieht es so aus, als habe Curtius eine fatale Entwicklung beschrieben, die 1918 begann und geradewegs in die 1932 längst absehbare Katastrophe von 1933 führte. Als gefährliche Kräfte in der damaligen Krise hat er benannt das Misstrauen der Republik gegenüber und die Lähmung des demokratischen Systems, Geistfeindlichkeit und schließlich die Intellektuellen. Dagegen setzt er auf einen totalen Humanismus, der sich im Europa der Nachkriegszeit erneuern müsse. Wir sind damit wieder am Anfang angekommen, nämlich bei der Frage, wie das öffentliche Wirken Heinrich und Thomas Manns um und nach 1918 zu bewerten ist. Anders und allgemeiner gefragt, haben die Intellektuellen, wie Curtius meinte, nach 1918 tatsächlich versagt? Wie steht es um Übereinstimmungen zwischen völkischen Parolen und dem Glauben an das Deutsche? Hier sollen natürlich keine Urteile gesprochen werden, es geht vielmehr um eine kritische Analyse des Gedankenpotenzials, wie es sich bei Heinrich und Thomas Mann in der Essayistik seit 1918 findet. Die Beschränkung auf die Brüder ist insofern legitim, da beide als die einzigen wirklich prominenten Sprecher dessen galten, was man damals geistiges Deutschland nannte, allen voran Thomas Mann mit seinen Betrachtungen eines Unpolitischen, und ihnen gilt zunächst unsere Aufmerksamkeit. Die Betrachtungen waren eigentlich ein unmögliches Buch zu einem unglücklichen Zeitpunkt, aber sie hatten Erfolg. Bis 1922 waren 24 Auflagen erschienen. Ganz wohl war es Thomas Mann mit der Publikation dieser Betrachtungen bekanntlich nicht gewesen. Am 7. Oktober 1918 hatte er notiert, dass er sich viele neue Gedanken gemacht habe und derjenige, das Buch zu unterdrücken und posthum zu machen, gewann an Anziehung und Verwirklichungsmöglichkeit. Ein Telegramm an Fischer zum Zwecke der vorläufigen Indizierung des Erscheinens wurde beschlossen.
Aber es kam zu spät, die Betrachtungen waren bereits ausgeliefert. Ein allzu schlechtes Gewissen hatte Thomas Mann nicht und er hatte schon vorher einiges getan, um sein Buch auszugsweise auf den Markt zu bringen. Bereits 1917 waren 5 Teildrucke bzw. Vorabdrucke veröffentlicht worden. Und danach verstärkte Thomas Mann seine Pressearbeit noch nachdrücklicher. Von 18 bis 26 kamen weitere 12 Nachdrucke bzw. Auszüge hinzu, nicht wenige davon in großen Tageszeitungen. Der Verkauf der Betrachtungen war nach wie vor eindrucksvoll, kommentierte das Klaus Habrecht. Der Lübecker Freundin Ida Boyett schrieb Thomas Mann, dass das Buch im Publikum mehr Anklang finde, als er sich je habe träumen lassen. Das dürfte ihm aller Bedenken zum Trotze nicht unangenehm gewesen sein. Man kann nur Mutmaßungen darüber anstellen, wie öffentlichkeitswirksam Thomas Manns Überlegungen waren, aber man darf davon ausgehen, dass sie in seiner bürgerlichen Leserschaft nicht unbeachtet geblieben sind. Die diffusen und ungeordneten Kapitel der Betrachtung und diese rhetorisch oft aufgeblähten und variantenreichen polarisierenden Auslassungen sollen in ihrem mäandernden Gang hier nicht ausführlicher betrachtet werden. Habrecht hat mit Recht von Absurditäten gesprochen und gesagt, gescheite Einsichten wechselten mit barem Unsinn. Heinrich Mann hatte in seinem Solar-Essay 1915 sein Urteil über seinen Bruder und dessen Repräsentationsbedürfnis schon vorab gefällt. Er schrieb, durch Streberei Nationaldichter werden für ein halbes Menschenalter, wenn der Atem so lange aushält, unbedingt aber mitrennen, immer anfeuern, vor Hochgefühl von Sinnen, verantwortungslos für die heranwuchsende Katastrophe und übrigens unwissend über sie wie der Letzte. Das war ebenso boshaft wie hellsichtig gesagt. In der Tat, Thomas Mann rannte mit, feuerte an, war vor Hochgefühl von Sinnen und er sah nicht die heranwachsende Katastrophe. Versucht man die Betrachtungen auf einige offenbar in die 20er Jahre hineinwirkende Themen zu reduzieren, so kommt man auf 3 Bereiche. Zunächst der Komplex des Deutschen. Er nimmt eine prominente Stellung ein. Vom Deutschen ist überall die Rede, aber es ist eine vage Größe, nicht zuletzt deswegen, weil sich das Deutsche bei Thomas Mann gerne mit der deutschen Seele verbindet, vor allem aber mit Romantik. Eichendorffs Taugenichts ist für Thomas Mann wahrhaftig der deutsche Mensch. Dabei ist Romantik so wenig literarisch wie historisch fixiert. Wenig später enthält für ihn Pfitzners Werk Form und Grundbestimmung aller Romantik. Aber Romantik ist nur ein Teil des Deutschen, wenn auch ein entscheidender. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass das Deutsche ein Konglomerat aus unterschiedlichsten Ingredienzien ist. Das Deutsche ist teilweise historisch begründet, teilweise musikalisch, teilweise soziologisch als das Bürgerliche, teilweise anthropologisch, der deutsche Mensch, teilweise autobiografisch, teilweise philosophisch, Nietzsche, teilweise nationalistisch, das böse Frankreich, teilweise propagandistisch, es galt gegen die Feinde Deutschlands zu Felde zu ziehen, teilweise auch moralistisch, die Betrachtungen als Gewissenswerk und teilweise argumentiert Thomas Mann auch einfach nur irrational. Etwas Kontur bekommt der Komplex des Deutschen erst dort, wo er aus einem Gegensatz heraus definiert wird, also wo das Deutsche als Verteidigung gegen alles Westliche mobilisiert wird, für das vor allem die essayistischen Proklamationen seines Bruders Heinrich stehen. Diese Unschärfe dessen, was das Deutsche denn nun sei, machte Thomas Manns Vorstellung nicht nur angreifbar, sondern auch missbrauchsfähig. Anders gesagt, sie öffneten mehr oder weniger irrationalen, oft aggressiven Vorstellungen vom Wesen des Deutschen die Tür für Indienstnahmen durch politische oder weltanschauliche Positionen. Die ließen, wie Gundula Ehrhardt gezeigt hat, nicht auf sich warten. Thomas Mann wurde 1919 für die konservative Revolution durch Heinrich von Gleichen in Anspruch genommen. Der konservative Berliner Ringkreis lud ihm zum Beitritt ein. Alfred Bäumler, später ein nationalsozialistischer Ideologe, rühmte Thomas Manns Betrachtungen als das repräsentative Buch des geistigen Augenblicks. Die Nazis hatten es leicht, sich derartige Nationalvorstellungen zunutze zu machen, wenn es um das Deutsche ging. Vor allem mit Thomas Manns Verständnis dessen, was Romantik sei, begann, so Hermann Kurzke in seinem Buch über Romantik und Konservatismus, begann die Traditionslinie, die in den Nationalsozialismus mündete. Lernfähig war der Verfasser der Betrachtungen nicht, mochte das Eintreten für das Deutsche in den frühen Kapiteln der Betrachtungen noch verständlich sein, so ist eigentlich unbegreiflich, wie Thomas Mann noch 1918 in seiner Vorrede den Krieg als Krieg der Zivilisation gegen Deutschland bezeichnen und vom
unsterblich wahren Gegensatz von Deutschtum und Zivilisation sprechen konnte. Der Historiker Fritz Stern hat auf den Einfluss von Paul de Lagarde auf Thomas Mann hingewiesen. Lagarde, von Thomas Mann mehrfach in den Betrachtungen erwähnt und von ihm zu den großen Deutschen gerechnet, hatte sich gegen das allgemeine Stimmrecht ausgesprochen und setzte sich für ein nationales deutsches Christentum ein, polemisierte gegen Materialismus, Liberalismus und Judentum und stand beim Nationalsozialismus in hohem Ansehen. Fritz Stern brachte den Verfasser der Betrachtungen nicht ohne Grund auch in die Nachbarschaft von dem nur ein Jahr jüngeren Arthur Möller van den Broek und Julius Langbehn. Van den Broek, von Thomas Mann in seinen Tagebüchern mehrfach lobend erwähnt, war Verfasser des 1931 erschienenen Buches »Das Dritte Reich«, dessen Titel mit sinnentstellt von den Nazis in Beschlag genommen wurde. Langbehn, der Verfasser des deutschtümelnden Traktats »Rembrandt als Erzieher«, in dem germanisches Recht gegen römisches Recht als diesem mehrfach überlegen ausgespielt wurde. In Frankreich wurden die Betrachtungen kritisch rezensiert, wiederholt. Edmond Vermeil rückte in seinem Buch Doctrinaires de la Révolution Allemande noch 1938 Möller van den Broek, Thomas Mann, Hermann Graf Kaiserling und Walter Rathenau in die Nähe Hitlers, Rosenbergs und Goebbels. Vermeils Buch dürfte das späte Bild der Betrachtung in Frankreich entscheidend mitbestimmt haben. Zweitens, da war auch noch der Komplex der Politik. Schon der Titel der Betrachtung war ja Programm. Der Politik ist in den Betrachtungen ein eigenes, und zwar das längste Kapitel, gewidmet. Der Politiker steht im Gegensatz zum Ästheten und für den Verfasser der Betrachtungen im Fahrwasser Nietzsches. Ein niedriges und korruptes Wesen dieser Politiker, das in geistiger Sphäre eine Rolle zu spielen, keineswegs geschaffen ist. Kunst und Politik, so Thomas Mann, gehören grundsätzlich verschiedenen Welten an und seine Definition lautet entsprechend, Politik ist das Gegenteil von Ästhetizismus. Ästhetizismus ist für ihn mit positiven Namen besetzt, mit Schiller, Flaubert, Schopenhauer, Tolstoi, Strindberg. Eng zusammen mit seiner Attacke auf alles Politische hängt die Kritik an der Demokratie als einem undeutschen Phänomen und am allgemeinen und gleichen Wahlrecht zusammen. Wir haben gerade etwas darüber auch schon gehört. Für Thomas Mann sind das westliche Phänomene. In der Nachfolge Nietzsches und dessen Diffamierung des Zahlenblödsinns und des Aberglaubens an Majoritäten als etwas Lateinisches. In der Nähe der Poetik, der Politik-Schelte findet sich ein Satz, der sich auch in einem Parteiprogramm des Nationalsozialismus gut ausnehmen würde, nämlich der Satz, der Wille eines historisch aufsteigenden Volkes ist eins mit seinem Schicksal. Diese Absage an alles Politische dürfte in bürgerlichen Lesekreisen durchaus vernommen worden sein, auch jene Warnung, die Kunst politisiert, der Geist politisiert, die Moral politisiert, der Begriff, alles Denken, Fühlen und Wollen politisiert. Wer möchte leben in solcher Welt? In dem Kapitel von der Tugend. Unmittelbar darauf wird der allzu patriotische Heinrich von Treitschke zitiert als ein Deutscher, so Thomas Mann, dessen Deutschtum eben es ihm unmöglich macht, den Freiheitsgedanken auch nur für einen Augenblick im Politischen aufgehen zu lassen. Schließlich drittens der Komplex des Intellektuellen. Vom Intellektuellen ist in den Betrachtungen nur sporadisch die Rede, aber an der negativen Konnotation kann kein Zweifel sein. Thomas Mann spricht von der intellektuellen Zersetzung des Deutschtums. Künstlertum hat nichts mit Intellektuellem zu tun und wenn doch, dann ist es so, Zitat, ein falsches, halbes, intellektuelles, gewolltes und künstliches Künstlertum. Eine leichte Kehrtwendung in der Bewertung des Intellektuellen lässt allenfalls das letzte Kapitel der Betrachtung erkennen, das über Ironie und Radikalismus. Da wird Ironie als, Zitat, eine Form des intellektuellen Radikalismus definiert und Thomas Mann versteigt sich sogar zu der Formel vom ironischen Konservativismus als intellektualistischem Konservativismus. Das verstehe, wer will. Das ist rhetorische Seiltänzerei. Das letzte Kapitel ist Ende 1917 entstanden, da deutete sich schon Gegenwind an und Thomas Mann begann sein Mäntelchen nach dem Winde zu drehen. Der Kampf gegen alles Intellektuelle wird aber auch noch unter einem anderen Namen geführt. Das sind die ebenso variationsreichen wie maßlosen Attacken auf den Zivilisationsliteraten. Und dass das eine mit den anderen in Politizis identisch ist, das sagt sein Satz, unser politischer Intellektueller, der Zivilisationsliterat, ist ein solcher.
Der Literat war ohnehin verdächtig, weil ihn nicht das ausmachte, was den Künstler bestimmte. Zivilisation aber war identisch mit Frankreich, mit Demokratie, war mit einem Wort undeutsch. Und so ist denn der Zivilisationsliterat eigentlich nur eine gesteigerte Version des Intellektuellen, ein Synonym im Grunde genommen, mit negativem Akzent versehen. Ein anderes Synonym ist der Rhetor-Bourgeois. Der habe zwar Geist besessen, aber von so bösartiger Hochherzigkeit, dass es einen geradezu kriegsgefährlich gewesen sei. Heinrich ist gemeint, wer sonst? Es ist hier nicht der Ort, im Einzelnen die Pirouetten zu verfolgen, die Thomas Mann rhetorisch um den Zivilisationsliteraten dreht. In unserem Zusammenhang ist bedeutsam, dass der Begriff des Intellektuellen so eindeutig negativ konnotiert ist, dass er zum Schimpfwort werden konnte, nicht nur bei den Nazis, sondern in der breiteren Öffentlichkeit. Auch Curtius zog 1932 noch gegen die nationalistischen Intellektuellen zu Felde. Die Zuordnung des Intellektuellen zum Französischen, zur Demokratie, zum Parlamentarismus entwickelten eine gefährliche Sprengkraft bis hin zu jenem nationalistischen Universitätsroman, den Curtius erwähnt und in dem sich der Satz findet: Der Intellekt ist eine Gefahr für die Bildung des Charakters. Man höre, das sei Niederschlag einer weit verbreiteten Lebensstimmung. Selbst der preußische Kultusminister Becker, hoch angesehen, warnte vor einseitiger Intellektbildung. Da konnte der Irrationalismus also wahre Feste feiern. Das Deutsche als das Romantische, dieses wiederum verstandesfern, gefühlsbetont, in der Seele beheimatet, das war korrelativ zur Kritik am Intellektuellen zu verstehen. Es waren die zwei Seiten einer Medaille. Doch die Zeiten änderten sich und wir wissen, wie es weiterging. Thomas Mann musste sich rechtfertigen. Schon 1920 machte er in seinem Brief an Hermann Graf Kaiserling eine abrupte Kehrtwendung. Das Hauptproblem sei jetzt die Wiederverknüpfung von Geist und Seele, von Politik keine Rede mehr. 1921 lobte er ein Buch des zum George-Kreis gehörenden Oskar Schmitz über das rätselhafte Deutschland, weil dieses verkündete, in den Betrachtungen sei, Zitat, deutsches Wesen ohne das Mindeste von seinem Gehalt aufzugeben, Europa gültig geprägt. Da nahm ein anderer die Umkodierung der Betrachtungen vor, sehr zum Einverständnis Thomas Manns. In Von Deutscher Republik von 1922 verteidigt er sich dann selbst gegen den Vorwurf eines Gesinnungswechsels und behauptet, dass sein neuer republikanischer Zuspruch die Linie der Betrachtungen geradlinig und ohne Bruch ins Heutige fortsetze und mehr noch, er habe sie, die Republik, bereits 1914 in den Herzen der Jugend hergestellt. Wie das? Seine Verdrehungen sind atemberaubend. Wagners Meistersinger, eben noch als deutsch gerühmt, sind jetzt durch und durch demokratisch. Die vorher so geschmähte Republik erscheint als Einheit von Staat und Kultur. 1922 erteilt Thomas Mann sich selbst eine weitere Absolution seiner Betrachtungen in seinem Aufsatz über das Problem der deutsch-französischen Beziehungen. Der Essay von Curtius über deutsch-französische Kulturprobleme lieferte Gedankenmaterial. Curtius plädierte für eine Synthese von Nationalem und Internationalem, vom Deutschen und vom Europäischen. Das Deutsche sollte nicht aufgegeben werden, sondern eine Symbiose mit dem Europäischen bilden. Humanität war die vage Formel für das Neue, in dem das Alte also nicht untergegangen war. Humanität hatte mit Moral zu tun, nicht mehr mit Politik. 1924 heißt es, Krieg und Revolution haben mich in der Überzeugung gefestigt, dass die Frage des Menschen nie und nimmer politisch, sondern nur seelisch-moralisch zu lösen ist. Es sieht so aus, als habe Ernst-Robert Curtius in seinem Buch Deutscher Geist in Gefahr diese Formulierung Thomas Manns genutzt. Er schrieb von Gegensätzen, die sich allenfalls in geistiger, keinesfalls in politischer Auseinandersetzung zu klären seien. Ja, die alten Mächte waren weggewischt, vom Schicksal beseitigt, wie Thomas Mann dunkel formulierte, und nun galt es, erneut Witterung aufzunehmen und Kurs zu halten. Plötzlich war auch die deutsche Romantik, deren Irrationalität und Gefühlsintensität in den Betrachtungen so stark verteidigt worden war, eine ausgemacht intellektuelle Kunst- und Geistesschule. War Demokratie nun identisch mit Fortschritt? Nietzsche war verdrängt. Dann ist noch die Rede von der Metamorphose des Geistes, an deren Anfang die Sympathie mit dem Tode und an deren Ende der Entschluss zum Lebensdienst steht. Es ist bekanntlich eine Kurzformel für das, was im Zauberberg dann mehr oder weniger gleichzeitig verhandelt wird. Eines ist geblieben, die Attacke auf den Bolschewismus. Das hatte er immerhin mit den Nazis gemeinsam.
Eine Kehrtwendung, der Umschwung wortreich vernebelt, ein wildes rhetorisches Feuerwerk am Geisteshimmel. Es ging wohl nicht anders, wollte man im literarischen Geschäft bleiben. Und wie sehr alle diese Formulierungen an den Haaren herbeigezogen sind, kann man an der Rede von der Mitte erkennen, in der das Menschliche beheimat sei. In der Mitte sei des Homo Dei Stand, heißt es später auch im Zauberwerk. Doch was ist Mitte? Mitte ist eine leere Formel, steht weder für das eine noch für das andere. Das Deutsche war weiterhin subkutanes Thema von deutschen Wesen und vom deutschen Volkstum und vom Glauben an Deutschland und an die Zukunft. Vom deutschen Volk war auch anderswo die Rede. 1923 meinte Thomas Mann in der Ansprache über Geist und Wesen der deutschen Politik, dass Republik mit Deutschem herrlich erfüllt werden, ja die Erfüllung deutscher Menschlichkeit beurteilen könne. Donnerwetter. Also ein erneutes Bekenntnis zur Republik. Es war nötig, denn sein Vortrag von Deutscher Republik von 1922 war nicht gut aufgenommen worden. Das deutsche Bürgertum und die Jugend waren so kaum für einen republikanischen Staat zu gewinnen. Thomas Mann muss, wie Harry Matter das richtig gesehen hat, damals wohl erkannt haben, dass die Bedrohung der Demokratie nicht zuletzt von einem romantischen Nationalismus ausging, für den auch er sich ins Zeug gelegt hatte. Und deswegen wurde die Romantik hier nicht mehr mobilisiert. Goethe trat an die Stelle von Eichendorff und von Novalis. Alles im Allem war das Eintreten für die Demokratie nach dem, was Thomas Mann in den Betrachtungen gegen sie ins Feld geführt hatte, aber doch wohl nur halbherzig, rhetorisch aufgebläht oder anders gesagt ziemlich wirkungslos. Noch 1942 gab er zu, es sei ein Fehler gewesen, Zitat, der Demokratie einen Schimmer von Heimatlichkeit zu verleihen, indem ich sie an die deutsche Romantik anknüpfte. Hatte da ein Intellektueller versagt? Ja, vielleicht, ein wenig. Thomas Mann ließ dennoch keine Gelegenheit aus, wenn es darum ging, seine Betrachtungen nachträglich zu rechtfertigen oder sie zumindest auf die neuen Verhältnisse hin umzuwerten. Eine solche vorerst letzte Verteidigung findet sich in dem Aufsatz über Kultur und Sozialismus 1928. Aber es ist genau besehen fast so etwas wie ein Rückfall ins Alte, denn da geht er noch einmal mit seinen Kritikern ins Gericht und erklärt, dass die Einerleiheit von Politik und Demokratie so etwas wie natürliche Undeutschheit gewesen sei und spricht von der natürlichen Fremdheit des deutschen Geistes gegen die Welt der Politik oder Demokratie. In politischer Sphäre müsse die republikanisch-demokratische Staatsform als land- und volksfremd, als unwahr und seelisch wirklichkeitswidrig verworfen werden. Dann noch ein kleiner antisemitischer Seitenhieb. Der deutsche Sozialismus, Erfindung eines in Westeuropa erzogenen jüdischen Gesellschaftstheoretikers, ist von deutscher Kulturfrömmigkeit immer als landfremd und volkswidrig, als Teufelei pur sang empfunden und verflucht worden, mit Fug, denn er bedeutet die Zersetzung der kulturellen und antigesellschaftlichen Volks- und Gemeinschaftsidee durch die der gesellschaftlichen Klasse. Das Vokabular ist entlarvend. Jüdischer Gesellschaftstheoretiker, landfremd, Zersetzung der Volks- und Gemeinschaftsidee, so etwas tauchte auch anderswo vor nach 1933 auf. Haben wir recht gehört? Ja, wir haben. Deutsche Kulturfrömmigkeit. Da wurde die deutsche Kultur sogar so halbwegs sakralisiert. Wenn Thomas Mann in seinen Betrachtungen so sehr die Kultur für Deutschland reklamierte, so kam das nicht ganz von ungefähr. Heinrich Mann hatte schon 1892, wie Wolfgang Klein jüngst gezeigt hat, Kultur den Franzosen zugeordnet, in einer Art von Völkerpsychologie, wie sie später Thomas Mann für die Betrachtungen übernahm. Für Heinrich Mann ist Frankreich unbezweifelt eine Kulturnation. Nein, so Thomas Mann in den Betrachtungen, Kultur ist deutsch. Und so kam es zu der blödsinnigen Trennung von Kultur und Zivilisation. Die Bilanz Heinrich Manns sah anders aus. Heinrich Mann hat sehr viel stärker als sein Bruder auf die Politik in der Weimarer Republik schon sehr früh Einfluss zu nehmen versucht. Wir haben gerade Beispiele gehört. Er ging zwar mit der Republik durchaus ins Gericht, war von ihrer Entwicklung enttäuscht, vor allem 1923. Aber er sah sich durchaus in Anspruch genommen, sah auch die Intellektuellen in der Pflicht, was seine Begeisterung für Eisner erklärt. Aber auch jene Formel vom Intellektuellen, der zur Gewalt greift, so 1924. Sein Essay Geist und Tat war eine Aufforderung zur Politisierung des Schriftstellers. Er hat an der Parole Geist und Tat zäh festgehalten und das ging bis zum Formelhaften, bis zum Geist ist Tat.
Heinrich Mann fürchtete nicht zu Unrecht, dass die Republik sich den Nazis ausliefere, wenn die Intellektuellen sich passiv verhielten, und er hat immer wieder vor der braunen Gefahr gewarnt. Doch der Vorwurf, er habe mit seiner Republikkritik diese auch gleichzeitig unterhöhlt, dürfte wohl nicht zutreffen. Seine Republikvorstellungen gehören in den größeren Kreis der Vorstellungen Heinrich Manns von der geistigen Erneuerung Deutschlands und in den seines Glaubens an die Zukunft des deutschen Geistes durch seine große Vergangenheit. Das war bereits 1918 gesagt. Für demokratische Verhältnisse hatte er sich schon vor dem Ersten Weltkrieg ausgesprochen und eine republikanische Verfassung gefordert. Die Radikalisierungen Anfang 1919 sah er mit Skepsis, denn da war Gewalt im Spiel und das war nicht das, was er unter einer zivilen, humanen Republik verstand. Was Heinrich Mann schon früh störte, war ein gewisser kriegstoller Nationalismus, den er beobachtete. Dagegen setzte er einen Bund der Geistigen aller Völker, so bereits im März 1919. Die Mitwirkung des Geistigen sei in Kurt Eisner möglich geworden und damit so etwas wie das Eingreifen eines Literaten in die Politik. Eisner war für ihn der erste wahrhaft geistige Mensch an der Spitze eines deutschen Staates. Und Heinrich Mann erkannte ihm den ehrenvollen Namen eines Zivilisationsliteraten zu. Da war das auf den Bruder gemünzte Schimpfwort Thomas Manns bereits zu einem Ehrentitel umfunktioniert worden. Ariane Martin hat bereits früh darauf hingewiesen. Heinrich Mann war auch einer der Ersten, der 1919 in Kaiserreich und Republik mit dem Kaiserreich ins Gericht ging. Er sah den Beginn des Niedergangs im deutschen Sieg von 1870. Damals hätten Wissende noch gelebt, die gewusst hätten, dass dieser Sieg eine nationale Katastrophe gewesen sei. Schuld sei aber auch das bürgerliche Deutschland, das sich für die Macht habe missbrauchen lassen. Damals kam, so Heinrich Mann, schon das Alldeutschtum auf und mit ihm deren militärische und industrielle Nutznießer. Nicht mehr Nietzsche, sondern Wagner bediente sich des Deutschtums in Gestalt von Zaubermännern mit Schwanenhelmen, wie Heinrich Mann sarkastisch schrieb. Die Revolution von 1918 aus seiner Retrospektive, eine Revolution ohne Idee. Aber da war noch mehr. 1919 schrieb er gegen die jetzt versuchte Judenhetze an. Im September 1922 warnte er noch einmal vor dem Faschismus. 1923 bekam sein Glaube an die Macht des Geistigen allerdings Risse. Er konstatierte, wie Curtius wenig später, den Niedergang des Geistig-Sittlichen. Sah überall ein Aufkommen von Extremismen, was ihn nicht abhielt zu fordern, Politik ist Angelegenheit des Geistes. 1923 erschien Europa, Reich über den Reichen. Im August 1923 dann die Diktatur der Vernunft, der öffentliche Brief an Stresemann, als ein Appell für die soziale Demokratie, auch ein Kampf gegen den frühen Hochkapitalismus nach dem Ende des Krieges, also gegen die Macht der Schwerindustrie und die der Großkonzerne, die spätestens 1921, so sah Heinrich Mann das, die deutsche Politik maßgeblich bestimmten. Er konnte damals noch nicht ahnen, dass dieser Hochkapitalismus, also die Firma Stinnes und Konsorten, bald darauf tatsächlich den Nazis mit zur Macht verhelfen würde. 1925 und 26 nachdrückliche Justizkritik wie im Falle des vermutlich unschuldig hingerichteten Landarbeiters Jakubowski. Er war nicht der Einzige, der sich gegen die Todesstrafe aussprach. Mord bleibt Mord, auch wenn er verstaatlicht wird, schrieb Hermann Bahr. Und Heinrich? Ich halte dafür, dass das Menschengeschlecht verantwortlich zu machen ist für alles, was es hervorbringt. Wenn es auf seine großen Männer auch stolz sein möchte, so soll es gefälligst auch seine Verbrecher leben lassen. Dazu Heinrich Manns wiederholte Stellungnahmen gegen die Zensur, gegen das Gesetz, gegen Schmutz und Schund, gegen die Lex Heinze. Sein Glaube an die Demokratie war nicht zu erschüttern. 1925 machte er sogar eine kühne Prophezeiung, die sich leider nicht bewahrheiten sollte. Er sagte, voraussichtlich wird Deutschland niemals einen Diktator erleben. Wie hat er sich schrecklich geirrt? Eine reife bürgerliche Gesellschaft werde das zu verhindern wissen. Und eine Jugend, an die er glaubte. Die Jugend wurde dann von den Nazis vereinnahmt, wie wir wissen. Im April 1927 allerdings ein desolates Bild in seinem Essay Deutsche Republik. In ihr habe sich Geisteshass ausgebreitet. Geisteshass als sozialer Hass. Was führte dann in die endgültige Katastrophe? Große Teile der Arbeiterschaft waren naturgemäß nicht zu erreichen gewesen für Botschaften, wie Thomas und Heinrich Mann sie verkündeten. Auch das Bürgertum, soweit es noch existierte, hat wohl kaum hingehört. Das, was unter dem Geistigen als Bollwerk gegen den Faschismus propagiert wurde, war nicht kommunizierbar gewesen. Es war auch nicht ganz klar, was damit eigentlich gemeint war.
möglicherweise etwas, was eigentlich mehr in das 18. Jahrhundert gehörte, etwas, was mit Vernunft und mit Raison und anderem, was also mit großen Worten der Aufklärung zu tun hatte. Ohnmacht der Intellektuellen und des Geistigen? Vielleicht, vielleicht auch. Die Nazis haben das freilich anders gesehen und hätten Heinrich und Thomas, wären sie ihrer habhaft geworden, ihrer Gefährlichkeit wegen sofort ins KZ gesteckt. So hatten sie denn doch ihre Wirkung, wenn auch verspätet und wenn auch anders als erwartet. Ich danke Ihnen.